Wir wechseln heute zusammen in Echtzeit das Schneidwerkzeug an einer Motorsense. Hi, ich bin Christoph, Produkttrainer bei Stihl und zeige euch heute anhand der Stihl Akkumotorsense FSA80 aus dem Akku-AK-System, wie schnell es geht, von einem Grasschneideblatt auf einen Mähkopf umzubauen. Alle Werkzeuge, die ihr benötigt, sind bereits im Lieferumfang enthalten. Standardmäßig wird der FSA 80 mit dem Grasschneiderblatt 230-2 ausgeliefert, was optimal für das Mähen von hohem Gras ist. Wollt ihr aber zum Beispiel eher Rasenkanten schneiden, eignet sich dafür der Mähfadenkopf AutoCut C26-2. Lasst uns loslegen!